Ich weiß, du wirst mich für verrückt halten. Aber ich möchte noch einmal deine Nähe spüren. Und wenn du mir das erlaubst, nur für ein paar Augenblicke, dann werde ich dich in Zukunft in Ruhe lassen und nie wieder mit dir sprechen. Sie ist verheiratet, Ishmael. Was ist? Was kann ich für Sie tun, Art? Ich fürchte, ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht überbringen. Etwas sehr Schlimmes. Karl Heine ist tot. Alle reden davon. Haben Sie diese spezielle Art von Wunde schon einmal gesehen? Schon häufig. Als Resultat von Nahkämpfen mit japanischen Soldaten. Sie sind verhaftet worden, aber Sie geben keine Antwort. Sie sitzen nur da und schweigen. Können Sie uns jetzt die Wahrheit sagen? Ich habe die Wahrheit gesagt. Diese große Nation beruht auf einer ganzen Reihe uns wohlbekannter Prinzipien. Auf Fairness. Auf Gleichheit. Gerechtigkeit. Mr. Hooks möchte Sie glauben machen, dass man keine Beweise gegen Menschen braucht, die Pearl Harbor bombardiert haben. Diese Verhandlung ist unfair. Alles daran ist ungerecht. Vielleicht sollte ich wirklich einen Artikel schreiben. Über all das Unrecht, das Menschen einander antun. So ist das mit den Mädchen. Ich wusste, dass wir nie richtig zusammengehören würden. Wenn sie erwachsen werden, brechen sie dir das Herz. Vom gefeierten Regisseur des Films Shine. Um das Antlitz der Ehre zu enthüllen. Um die Seele des Muts zu erkennen, muss man ins Herz der Unschuld sehen. Universal Pictures präsentiert einen Film von Scott Hicks nach dem internationalen Bestseller. Sie glauben vielleicht, dies sei nur eine unwichtige Gerichtsverhandlung in einem kleinen Ort. So ist das nicht. Es kommt immer wieder vor, dass irgendwo auf der Welt die Menschheit vor Gericht steht. Und die Integrität. Und die Anständigkeit. Auch wenn der Schnee alle Spuren verweht, die Wahrheit kann er nicht verdecken.